Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Heute ist der Tag des Luau. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir das, ja, wir den Gouverneur ein bisschen verstören oder den besänftigen können. Ja, das Luau hat schon begonnen. Ein paar Minuten haben wir glücklicherweise noch, bis wir da sein müssen. Dann schauen wir kurz daran. Ja, wir müssen ihn irgendwann mal ein bisschen gießen. Weil irgendwie, ich vernachlässige unseren Stein ein bisschen. Der kommt schon allein zurecht. Oh, wie schön schnell man jetzt Bäume fällt. Oh, die Axt ist echt geil. So, gehen wir da gleich mal hin. Wir haben ein bisschen Zeit, bis das Luau dann richtig an. Also, bis wir da sein müssen. So. Dann kann man in der Zwischenzeit immer so ein paar Bäumchen hier wegtun, die einem ein bisschen im Weg stehen. Steine. Ich glaube nicht, dass meine Tiere so viel Spaß an Steinen haben. Ja, regnen tut es irgendwie gar nicht im Sommer, was ich ein bisschen schade finde, weil wir das ein oder andere Gewitter bräuchten. So. Das nehmen wir mal mit. Dann einmal so. Und einmal so. Und dann können wir echt langsam gehen, weil ich weiß nicht, wie lange das gehen ist und ich da, bis wann ich da sein muss. Das nehmen wir mal mit. Gemischte Saat, 3 Stück gleich. Großzügig. So, dann habe ich hier ein bisschen was. Hier gemischte Saat kommt auch rein. Ich nehme einfach mal alles mit nach da unten. So, die gute Pam steht hier rum und wartet, dass sie irgendwie einen Fahrgast bekommt. Dann mal auf zum Wow. Hey, das ist der Bürgermeister. Die gehen gerade alle. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Nicht, dass es ganz um 12 zu Ende war. Nein, gut, ich komme noch pünktlich. Da ist der Bürgermeister wieder. Ich glaube, die Texte vorlesen brauche ich nicht. Ich rede einfach mal. Die sagen eh dasselbe wie letztes Jahr. Hier, die Jess will tanzen und Vincent kann nicht tanzen. Die andere hat sich ins Koma getanzt. Der George beschwert sich nur. Die andere freut sich, dass sie nochmal hier sein darf. Die Haley, ja, ist gegen Schwitzen. Er denkt an den sportlichen Aspekt und so, Schatzi ist halt anwesend. Steht da unten noch irgendwie rum. Der Zauberer und dann ist Willi. Der Willi denkt sich so, ah, ich will fischen. Und der gute Zauberer denkt sich so, hoffentlich sieht mich hier unten keiner. Ach, der denkt an die Meeresmenschen. Hier gibt es wohl auch Meerjungfrauen. Nachher die übergewichtige Meerjungfrau, wer kennt sie nicht? Ah, dieses Jahr ist sogar der Kent dabei. Okay, dann kann ich da was in die Suppe reinwerfen. Okay, dann werfe ich einfach da mal meinen Trüffel rein. Kann ich da was reinwerfen? Nein. Ich hoffe, ihr werdet ermuntert euch gut, mein sehr teurer, kostbarer Trüffel. So, ihr freut sich, dass er was mitgebracht hat. So, die Brücke ist wieder destroyed. So, ja, der Typ kriegt eh keine Freundschaftspunkte. Der andere verkauft wieder irgendwas. Die Pam freut sich über das Gratisessen, glaube ich. Ach, die haben wir schon.
Eine Sternfrucht würde ich ja gern kaufen, aber bringt's echt nicht. Dann hallo Bürgermeisterchen. Ja, lass uns anfangen. Ja, dann fangen wir mal mit dem Fest an. Jetzt probiert der Gouverneur aus der IT-Suppe und sagt so, gut oder schlecht. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur sein Besuch im Tal bereut. Ich habe einen Trüffel reingeworfen. Goldquali. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen und die Suppe probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Populär. Yay, ich habe neuen Erfolg freigeschalten. Ach du meine Güte, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Oha. Mit der Reaktion habe ich jetzt nicht gerechnet. Sie haben recht, sie schmeckt richtig lecker. Wundervolle Arbeit, alle miteinander. Wer will mal probieren? Ganzes Dorf stirbt einfach einen Pan gratis. Der Gouverneur hat sie nicht übertrieben. Die Beste ist, die Suppe ist nicht von dieser Welt. Zeit nach Hause zu gehen. So, wir sind jetzt irgendwie mit allen ein bisschen hochgestiegen von der Freundschaft her. Das können wir uns gleich mal anschauen. Ja, Linus hat jetzt auch volle Sterne. Ja, da sind alle wohl ein bisschen hochgestiegen. Ja, da habe ich wirklich, das war eine gute Tat von mir, einen Trüffel in die Suppe zu schmeißen. Eine sehr gute Tat von mir. So, da machen wir noch den Baum weg. Übrigens im Winter werden wir dann ja alles ein bisschen umbauen und unseren Hof verschönern, Wege bauen, Areale abgrenzen, mal eine richtige Ordnung reinbringen und. Aber wie gesagt, Sommer, da ist einfach Hauptsache, wir kriegen gerade noch Drag raus. Und ab nächsten Jahr haben wir dann eh noch weniger zu tun als diesen Winter schon. Das heißt, da können wir dann richtig ums Bauen kümmern und so weiter. Okay, ich werde schon alles eingesammelt haben. Gut, dann bringen wir mal alles weg. Und dann schauen wir mal gleich, wie es am nächsten Tag dann weitergeht. Mit so vielen neuen Freunden kann ich doch gar nicht richtig umgehen. Oh, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Gut, was fliegt denn da jetzt raus? Das Ding. Kann man ja rein theoretisch auch verkaufen. Braucht ja eh keiner. So, da kommt dann alles rein. Da oben können wir noch eine Preisbeere reinschmeißen. Es wird spät, ja, beruhig dich. Trüffel. Und wir gehen schlafen. Es fühlt sich irgendwie so richtig so strandmäßig an hier, die Musik. War da jetzt hat, meine Weine dabei oder waren die schon gestern? Okay, die waren gestern. Da haben wir, glaube ich, auch einen guten Ertrag gemacht. So, 12. Tag im Sommer, Jahr 2. Wir stehen auf. Sebastian ist natürlich schon wach. Hallo, mein Schatzi-Pupu. Ich werde heute einen Spaziergang machen. Ich brauche wenig Zeit für mich selbst. Okay. Du wirst jetzt die Scheidung, willst du? Blitz und Donner, nice. Und heute habe ich nicht so viel Glück. Ganz viel Bier ist heute fertig. Okay, Willi hat das Schneckengericht. Darauf steht der gute, hier ist der Pierre. Nee, der Gast steht auf Schnecken. So, das Bier verkaufe ich, glaube ich, mal. Das andere muss ich hier aufheben. Das können wir heute dann alles abliefern. Was haben wir denn hier noch?
Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke mal eins. Vielleicht hilft es hier, mir Erz abzubauen oder so Bohneneintopf. Okay. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Freunde gefunden. Die ganzen Sternfrüchte sind fertig. Nein, ich möchte die nicht essen. Aber wisst ihr, was das heißt, wenn die Sternfrüchte heute fertig sind? Dass ich heute nochmal in die Wüste muss, um Sternfrüchte zu kaufen. Nicht so schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich brauche die leider alle, sogar in Goldquali, wenn ich mich nicht irre. Werde ich auch nicht verkaufen, die Sternfrüchte. Da. Den Krähen hast du schon verjagt. Glückwunsch, Bro. Dann. Ja, gehen wir mal weiter. Aber ich muss jetzt dann echt den Rohloots machen, weil. Wenn einmal ein Tag die Sonne scheint, dann genau dann, wenn ich streame. Und mir halt dann auch komplett in den Bildschirm rein, dass ich halt nichts mehr sehe, egal ob in den Spieltag oder Nacht ist. Okay. Ich tue mal die Sternfrüchte da rein, dass die schon mal gesaved sind. Die kommen alle komplett weg. 24. Sternfrüchte brauchen wir heute noch. Kriege ich hin. Oh Gott, ist mir meine Nase frei. Jetzt verstopft wahrscheinlich wieder das andere Nasenloch. Ah, das linke ist mal wieder frei. Das war seit heute Morgen verstopft. Schnupfen ist was Schlimmes. World Bucht. Schön, schön. Weil das bringt halt auch so viel Kohle, diese Preise, denn es ist Wahnsinn. Ich habe heute Nacht sowas Geiles geträumt. Ich habe einfach geträumt, dass irgendwie voll die Fächer ausfallen. Dann schaue ich so heute früh so richtig Freude erwarten, dass es vielleicht wirklich so ist auf mein. Also ich kann halt praktisch im Internet sehen, meinen Vertretungsplan. Schau da rein, denk dir, es fällt irgendwas aus am Arsch. In 2 Wochen, also erstmal kommt jetzt dann die geile Woche mit dem Feiertag. Dann ist es eine normale Woche und die Woche drauf, da habe ich ganz oft um 1 aus. Beziehungsweise ich habe, um Ethik zu haben, kann ich nach Hause gehen und nach 2 Stunden wiederkommen. Das ist richtig traurig. Aber gut ist, so, da gehe ich dann auch nicht in der Zwischenzeit arbeiten. Mache ich vielleicht Hausaufgaben dann in der Zwischenzeit. Und, aber dann die nächsten 2 Tage habe ich dann praktisch schon um 1 aus. Aber trotzdem ist noch 2 Wochen hin. So, da kommen die Kaffeebühnchen ran. Dann nehme ich jetzt mal den ganzen Schrott mit vor zu den anderen Heini. Das nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Beziehungsweise das Stroh brauche ich nicht, aber die hier brauche ich dann noch. Dann gehen wir das mal kurz holen. So. Ah ja, also ich habe morgen zum Beispiel Deutsch. Richtig schön. Das Fach kannst du ja nicht Deutsch nennen, sondern irgendeine alte Verrückte labert halt irgendeine Scheiße. Wenigstens haben wir morgen Feueralarm in der Zeit. Ist schon mal ein bisschen angenehm, ha? Ah ja, also es wird schon mal nicht so schön. Ja. So. Was habe ich da? Diamant. Stimmt, brauchst du einen Diamant, das Tränke brauen, das geht mir eigentlich auch am Arsch vorbei, für was du den Diamant wirklich brauchst. So, jetzt schau ich mal, dass ich den hier nochmal rausnehmen kann. Ja, es geht. Das heißt, ich kann das oben fertigstellen. So. Geil. Wir haben wieder etwas geschafft. Genau. Dann gehen wir wieder jetzt raus und gehen nach da oben und stellen einfach das Gemeindehaus fertig. Oh mein Gott, wir haben einfach das Gemeindehaus gleich. Oha, Leute. Schaut es euch nochmal an. Schaut es euch an, wie es aussieht. Wie kaputt es aussieht, wie unbewohnt, wie alles Mögliche es ist. Und wie hier alles wuchert und hier das Haus der Unimos. Und oh mein Gott, soll ich es wagen? Soll ich es wagen, Leute? Soll ich wirklich? Die letzten
10 Weizen einsetzen. Ich würde sagen, ich bin mal fies. Wir machen es in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye.